Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Colony. Heute bauen wir wieder weiter an unserer Asteroidenkolonie, so rum. Ihr seht, da schimmert was durch. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie wird es da durchschimmern. Wenn wir uns das anschauen, dann erkennt man auf dem ersten Blick nicht ganz, was es darstellen soll. Es ist sehr stark zusammengepackt, ja. Grundlegend, wir haben hier quasi eine Plattform für Treibstofftanks. Da werden auch diese beiden hier quasi draufgestellt. Und das verbindet sich dann hier mit einem Landepad, was man hier in der Mitte quasi irgendwie so sehen kann. Hier oben ist quasi der Deckel, der kommt dann halt oben auf die Treibstofftanks drauf. Und ja, hier so eine kleine Verbindung zwischen Treibstofftanks und dem Landepad. Das werden wir heute alles aufbauen auf dem eingefangenen Asteroiden, und dazu werden wir auch hier wieder die Treibstofftanks nutzen, natürlich wie schon eben erwähnt. Hoppla, ich habe die gerade irgendwie kopiert, ich habe irgendwie in die Leere getippt, ja, irgendwo hier ist auch ein Kopierknopf. Jedenfalls, dazu benutzen wir wie immer unsere Avalon 4B mit 130 Tonnen Nutzlast, die hat mehr als genug Treibstoff, um das Ganze dorthin zu bringen und dann um die Treibstofftanks hier an der Seite noch ein bisschen aufzufüllen. Also, genug geplaudert, los geht's!
Und da hätten wir es. Ihr seht, wir sind hier mit der zweiten Stufe gelandet und die Landung war eigentlich, ja, würde ich schon sagen, ganz gut. Wir sind ein bisschen nach links geschlittert. Ich habe versucht, die möglichst nah aneinander zu landen. Das hat nicht ganz geklappt, wie man sieht. Auch hier, die Landung war ziemlich gut. Vielleicht ein bisschen hart, aber hat auf jeden Fall geklappt. Ja? Das heißt, die können wir einfach mal einsammeln. So und so. Und dann gehen wir raus zum eingefangenen Asteroiden. Einmal fokussieren. Und dann schauen wir uns an, was wir hier aufgebaut haben. Aus irgendeinem Grund ist es plötzlich sehr laggy. Ja, also es laggt einfach total. Ihr habt das gesehen. 1, 2, 3, 4, 5 Frames. Ja, einzelne Bilder. Und da haben wir jetzt quasi das Monstrum. Hier haben wir natürlich unsere Treibstofftanks, davon ist einer gerade mal bei 80%, alle anderen sind leer. Aber jetzt können hier quasi Raumschiffe andocken, landen und andocken und dann kann man die dann wieder auffüllen. Natürlich, wir werden das auch immer weiter auffüllen, je weiter oder je mehr Missionen wir hier machen. Wir bringen dann einfach den Treibstoff in der Rakete quasi auf, keine Ahnung, 35% runter. Und dann füllen wir den Rest hier auf. Ja? Und das war's auch im Grunde. Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.